Nächster Redner, Herr Abgeordneter Christian Lausch. Ja, danke, Frau Präsidentin, Hohes Haus. Ja, Kollege Köllner, wir glauben Ihnen nicht, ja, weil 2015 habt ihr den Kanzler gestellt, weil ihr in der Regierung und ihr wisst, was 2015 war. Wir glauben da kein Wort, was Sie da gesagt haben. Und das kommt der Kollege Gödel von der ÖVP allen Ernstes daraus und sagt, er berichtet aus der Praxis und so ist es. Kollege Gödel, wissen Sie wirklich, wie es in der Praxis ist, was das größte Problem ist? Und das hat man jetzt wieder an diesem Mordfall gesehen vor kurzem. Ja? Die meisten Asylstraftäter bekommen hohe Haftstrafen wegen schwerer Gewalttaten. Ja? Und die Problematik ist dann diese, dass genau diese Meldung in den Justizanstalten, in jeder Justizanstalt ist ja der inhaftierte Straftäter gemeldet. Und das hat das zur Folge, aufrechte Meldung. Es gibt unzählige, was der Steuerzahler bezahlt, Sprachkurse. Und dann kommt man her nach 10, 12, 15 Jahren und sagt, dieser Straftäter ist gut integriert und kann dann nicht mehr abgeschoben werden. Und wenn Sie sagen in der Praxis, man weiß ja nicht, was in Afghanistan dort passiert. Ich kann es Ihnen schon sagen, zuständig für Abschiebungen, für Rückführungen von Straftätern ist das Außenministerium jahrelang, jahrzehntelang ÖVP geführt. Das Innenministerium jahrelang, jahrzehntelang ÖVP geführt. Und das Justizministerium jahrelang, jahrzehntelang ÖVP geführt. Jetzt ist es grün. Ja, ja, macht, das macht es aber auch nicht besser. Aber die Sache ist, diese Ministerien sind damit betraut. Und wissen Sie, wie es in der Praxis ausschaut. Meistens sind solche Länder wie Syrien, Afghanistan, dieser Bundesregierung, diesen Bundesministern zu hart. Und da ist nichts, dass der in Afghanistan freigelassen wird, wie es so kuschelig und so süß vom Kollegen Gödel dargestellt wird. Meistens schiebt man aus diesem Grund nicht ab, ihre Ressorts, diese ÖVP-Ressorts nicht ab, weil diese Länder haben nicht den Standard eines österreichischen Strafvollzugs, sagt man, und das ist viel zu hart, das kann man den Menschen nicht antun. Und da bin ich komplett mit dem Kollegen Amesbauer, dass ich sage, wir sind für die Österreicherinnen und Österreicher verantwortlich und was dort in den Ländern ist, wir können sind ja die Sicherheitspolizei der ganzen Welt, das ist halt einmal so. Aber Ihre Ressorts, Ihre ÖVP-geführten Ressorts verhindern diese Abschiebungen und dann so nicht der Bevölkerung Sand in die Augen streuen und sagen, na, der wird da wahrscheinlich freigelassen und lauter solche Unsinnigkeiten, die was ja komplett mit der Praxis überhaupt nichts zu tun haben. Ihr könnt es einfach nicht. Ihr könnt es nicht. Und das ist ganz, ganz klar, weil natürlich auch, wie es der Kollege Amesbauer richtig gesagt hat, man muss schon mal schauen, dass nicht solche Asylstraftäter in das Land hereinkommen. Wir sind von sicheren Außengrenzen umgeben. Es fallen nicht alle vom Himmel. Aber vielleicht glaubt das der praxisbezogene Kollege Gödel auch, dass die alle vom Himmel runterfallen. Die fahren durch sichere Drittstaaten durch, landen in Österreich, Deutschland und, wo es ihnen gut geht. Und wir haben diese Problematik. Und wenn wer straffällig wird, dann hat er das Asylrecht verloren. Kollege Gödel, du wirst es, es hat keinen Sinn, wenn ich da jetzt rede, noch 5 Minuten, du wirst es nicht verstehen, weil du magst Klientelpolitik, schwarze Klientelpolitik, die im Herbst spätestens Gott sei Dank abgewählt wird. Ihr könnt es nicht. Ihr habt keinen Sicherheitsminister, keiner, einen Unsicherheitsminister. Und wenn du den Unsinn verbreitest, unter Kickl ist das mehr geworden. 19 war es am tiefsten. Die Periode hat leider durch euer Zutun zu kurz gedauert. Sonst hätten wir heute andere Zahlen, was ihr zusammenbringt unter dem Bundesminister Kahner. Das ist die Wahrheit. Das wissen aber die Leute draußen. Und darum wählen sie euch nicht mehr. Nächster Redner, Herr Abgeordneter Philipp Schrange.